Ja, ich wurde unlängst wieder gefragt, warum ich mich mit dem Thema Manifestieren beschäftige und nicht mit etwas anderem. Ja, ganz einfach. Wenn man ein gutes Leben möchte, dann muss man es sich selbst gestalten. Und dazu gehört einfach alles Mögliche. Wie man das aber systematisch und Schritt für Schritt angehen kann, das zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß damit! Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Susanna Belloni, ich bin spiritueller Coach, Bloggerin und Autorin. Wie mache ich mir ein fantastisches Leben? Nach und nach, Schritt für Schritt. Trotzdem muss man das Ganze systematisch angehen und dazu empfiehlt es sich, bei den wichtigen Dingen zu beginnen. Und am allerwichtigsten bin ich selbst in meinem Leben. Ich kann ohne mich nicht leben. So oder so ähnlich kann man das ausdrücken. Das heißt, ich werde damit beginnen, dass ich mich mal einen gesunden Körper, der fit, vital und funktionstüchtig ist, dass ich mir das als allererstes manifestiere. Wenn du jetzt schon sagst, ach, mein Körper ist super, ich bin fit und so weiter, vielleicht gibt es ja noch das eine oder andere, was du vergessen hast und schon ja, wie selbstverständlichen Makel akzeptiert hast, auch das kannst du dir manifestieren, indem du dir überlegst, wie hätte ich es denn gerne? Ja, hätte ich gerne meine Ohren kleiner oder ich weiß nicht, das Gewicht rauf oder runter, wie auch immer. Vielleicht die Übelkeit nach dem Essen möchte ich die weghaben. Es können ganz kleine Sachen sein oder Dinge, die man schon als selbstverständlich angenommen hat, die so richtig unbewusst bei uns dabei sind und zu unserem Charakter gehören, die man vielleicht noch verbessern möchte. Warum? Erstens ist es besser, damit zu leben, mit einer Verbesserung. Und zweitens gibt dir das unheimlich viel Selbstvertrauen. Nämlich Selbstvertrauen darin, dass du selbst manifestieren kannst. Ja, und dann komme ich zum nächsten Punkt. Nicht nur dieser Körper ist wichtig, sondern auch die Fähigkeiten, die ich habe. Also Fähigkeiten wie, das können Bewegungsfähigkeiten sein, sportliche Sachen, das können Sprachen sprechen sein oder andere Ziele, wo du sagst, das würde ich gerne noch können. Vor ein paar Jahren habe ich mir gewünscht, Videos machen zu können, so wie ich es jetzt tue. Jetzt bin ich zufrieden damit. Damals war das nicht so gut. Ja, da habe ich gestottert und gestammelt, geschmatzt und ich weiß nicht was. Also fand ich es ganz schrecklich, wie ich Videos mache. Es war konfus. Jetzt bin ich zufrieden damit und kann das für mich abhaken und sagen, jawohl, habe ich mir manifestiert. Und dazu gehört natürlich auch ein Zeitraum, in dem ich mich langsam entwickelt habe, dahin entwickelt habe, gelernt habe, geübt habe, Routine bekommen habe, ja, aus Fehlern auch klug geworden bin. Also all diese Sachen gehören da einfach dazu. Aber genauso habe ich Sprachen gelernt, habe ich Yoga gelernt, gelernt, wie ich andere Leute ein bisschen ändere, morphe nenne ich das gerne, nämlich ins Positive bringe. Ich habe gelernt, besser mit Leuten umzugehen. Also all das, was wir an uns als Makel festhalten, mach dir eine Liste davon. Ich weiß, es ist anfangs unangenehm, aber es ist ein super Ausgangspunkt dazu zu sagen, da möchte ich noch besser werden. Am liebsten würde ich das so wie der und der können oder wie die das macht oder das besitzen, was der hat. Ja, und da komme ich ja auch schon zum nächsten Punkt. Abgesehen von meiner Person, meinen Fähigkeiten und vielleicht auch einem gesunden Lebensstil, gesunde Gewohnheiten, gibt es da natürlich auch noch die Besitztümer. Aber ich denke, wir fokussieren beim Manifestieren viel zu viel auf äußerliche Dinge. Die kommen oft wie von selbst. Das, worauf wir unbedingt achten müssen, ist, dass wir uns mit uns selber wohlfühlen, dass wir Selbstvertrauen haben, Stärke und vor allem diesen Glauben an uns selbst. Diese Freude, ich selbst zu sein.
Ja, und einfach zu sagen, wow, ich finde dieses Leben geil. Ich mache das super. Ich habe es selbst im Griff und ich schaffe alles. Und manches dauert ein wenig, anderes geht plötzlich so. Aber ich habe es im Griff. Das ist auch etwas ganz Wichtiges, diese Selbstbestimmung und dieses Gefühl, das Leben selbst steuern zu können in die Richtung, wo wir es hinhaben wollen. Und dazu gehört es manchmal, einen Schritt zurückzugehen und sich zuerst dieses Selbstvertrauen zu manifestieren und dann erst die Beweise mit allerlei Fähigkeiten, mit Leuten, Situationen und so weiter, die uns begegnen. Ja, die Situationen, in die wir geraten in unserem Leben, die vergessen wir oft selbst zu steuern. Wir denken da gern an Job, an materielle Dinge, vielleicht auch an den tollen Partner und was auch immer, was wir haben können. Aber das Ganze geht noch einen Schritt weiter. Wir können uns nämlich auch Situationen in unserem Leben kreieren. Vergiss das nicht. Also jedes Mal, wenn du mit einer Situation unzufrieden bist, sei es beim Job, sei es einfach auf der Straße oder sonst irgendwo in der Familie häufig, das können wir umkreieren. Ja, teilweise in der Vergangenheit, dass wir hinschauen und sehen, das war gar nicht so schlimm. Ja, das habe ich vielleicht ein bisschen negativ dramatisiert, aber vor allem das nächste Mal, wenn wieder ein Familientreffen ist oder wenn ich dann wieder im Job die und die Person treffe oder wenn ich mit meinen Hunden Gassi gehe und so weiter, dann kann mir etwas anderes passieren. Dann kann ich eine neue Situation, eine bessere Situation erschaffen. Und diese positiven Begegnungen und diese Erfolgserlebnisse machen mich erst recht stark. Die machen mich vielleicht stärker als irgendein Besitz, der mir mit der Zeit langweilig wird. Und so gehen mir eigentlich die Themen in meinem Leben nie aus, was ich als nächstes manifestieren möchte. Und genau das macht auch wiederum ein gutes Leben aus, nämlich immer wieder neue Wünsche zu haben, immer wieder neue Ziele, neue Träume, neue Ideen, was man denn noch gestalten kann. Entweder ganz im Kleinen oder im ganz Großen. Manchmal sind die ganz kleinen Erfolge, die aber sehr schwierig waren, die befriedigendsten. Also die, wo man wirklich wahnsinnig stolz ist auf sich, dass man es endlich geschafft hat, irgendeine Gewohnheit zu verändern. Dass man es endlich geschafft hat, nicht mehr Nägel zu kauen oder, ich weiß nicht, pampige Antworten zu geben, so etwas in der Art. Sondern dass man ein freundlicher, gelassener, liebevoller Mensch geblieben ist. Also, das Innen, die Person um dich herum hat viele verschiedene Facetten. Wie gesagt, Gewohnheiten, Fähigkeiten, natürlich auch der Körper, das Körperliche, aber du willst auch die Situationen sowie als die Besitztümer von dir gestalten und selbst bestimmen. Das machst du auch dann am besten mit Wertschätzung, indem du nämlich sagst, ich bin so froh und dankbar für das, was ich habe und kann und ich freue mich daran. Und richtig in dieses Gefühl gehst, wie du stolz bist auf dich selbst, wie du Freude an dir selbst hast und an deinem Leben. Und so kann es dir gelingen, ein ja, zufriedenes und trotzdem aufregendes, interessantes, spannendes und abwechslungsreiches, buntes Leben zu führen. Ja, ich hoffe, das war jetzt wieder mal so ein Kick in die positive Richtung für dich. Hast du noch Ideen, Kommentare oder vielleicht Fragen? Dann schreib mir gern. Ich freue mich auf Kontakt mit dir und mehr zum Thema Manifestieren von mir das nächste Mal. Aloha!